Servus Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Dude Battle. Endlich ist es wieder soweit und heute gibt es ein ganz besonderes. Ich habe einmal meinen aktuellen Lieblingsschuh, den Nike Vapor 13. Das heißt, ich brauche auch dementsprechend einen geilen Schuh, der sich mit dem Schuh auf jeden Fall battlen kann. Und das ist heute der Adidas Nemesis 19 Plus in der Spider-Man Edition. Optisch auf jeden Fall schon mal zwei absolute Granaten. Die gibt es jetzt im Battle. Viel Spaß dabei und let's go! Kommen wir schon zur ersten Kategorie, und zwar zum Ballgefühl und zum Touch in diesen wirklich krassen Schuhen. Allgemein gesagt liefern beide Schuhe wirklich hervorragend ab, was das Thema Ballverarbeitung angeht. Vor allem nach der Einlaufphase gefällt mir der Nemesis sehr gut. Am Anfang war ich da ein bisschen skeptisch, weil das Obermaterial ein bisschen dick wirkt. Aber wie gesagt, nach der Einlaufphase habt ihr hier keine Probleme mehr. Nichtsdestotrotz bin ich ein bisschen mehr Fan vom Nike Vapor 13 Obermaterial. Das liegt hauptsächlich daran, dass es nochmal dünner ist und dadurch nochmal einen direkteren Touch hat, was ich auf jeden Fall liebe. Deswegen im ersten Battle, was Ballverarbeitung und Touch angeht, macht der Nike Vapor 13 das Rennen. Ja Leute, machen wir weiter mit der zweiten Kategorie, was dann die Passform und der Komfort sein wird in diesen beiden Schuhen. Hier gilt es einiges zu beachten. Einerseits, der Nike Vapor 13 ist jetzt nicht mehr für sehr breite Füße geeignet. Im Nike Vapor 12 war es ja immer möglich, auch mit breiten Füßen zu spielen. Das ist beim Nike Vapor 13 nicht mehr möglich, da der Schuh nochmal schmaler geworden ist. Und auch beim Adidas Nemesis gilt zu beachten, dadurch, dass es ein Laceless-Schuh ist, den Schuh vorher unbedingt anprobieren. Man hat keine Schnürsenkel, das heißt, man braucht den perfekten Fuß zu dieser Schuhform, sonst rutscht man oder hat man Druckstellen. Ich habe das Glück, dass ich in beiden Schuhe perfekt reinpasse. Deswegen muss ich sagen, hier gibt es ein klares Unterschied. Der Lockdown ist in beiden Schuhen wirklich hervorragend. Wir haben hier beide auch keine Mittelsohle, das heißt, man kann sehr, sehr gut aus der Kurve beschleunigen. Ich bin nicht gerutscht, hat auch in keinem Schuh Druckstellen, das heißt, hier gibt es einen Unterschied. Yeah, 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 yeah
zur letzten Kategorie, was dann die Passform und der Komfort sein wird. Zunächst zum Design. Ich finde beide Schuhe wirklich sehr, sehr geil. Der Nike Vapor 13, der Neymar Junior Variante, sieht schon sehr, sehr geil aus. Aber ich muss sagen, dass der Spider-Man-Schuh, der Adidas Nemesis 19, hier den Punkt verdient hat. Ich finde den einfach nochmal geiler, vor allem die Sohle und das Design ist einfach geil mit dem Logo hier. Aber was allgemein Verarbeitung und Haltbarkeit angeht, machen beide Schuhe eine sehr gute Figur. Zu beachten gilt es, die Chromsohle verliert den Look. Das Problem haben wir hier nicht. Ansonsten ist der Schuh vor allem im Vorderfuß gut verklebt. Da hat Nike auch nochmal nachgebessert, dass man im Kunstrasen nicht mehr schnell die Auflösung von Obermaterial zur Sohle bekommt. Das heißt, auch hier gibt es einen Unterschied. Beide Schuhe liefern gut ab und sollten für eine halbe bis ganze Saison gut sein. Ja, Leute, das soll es auch schon wieder zum Boot Battle gewesen sein zwischen dem Nike Vapor 13 und dem Adidas Nemesis 19 Plus. Mein Gewinner steht fest, es ist der Nike Vapor 13. Liegt hauptsächlich daran, weil es einfach mein Lieblingsschuh aktuell ist. Deswegen war es auch umso schwerer für den Adidas Nemesis. Auch wenn dieser Schuh wirklich überzeugt, ist meiner Meinung nach der Nike Vapor 13 einfach nochmal ein bisschen geiler. Vor allem, weil er so ultra leicht ist und so ein geiles Upper hat. Jetzt ist eure Meinung gefragt. Schreibt mal einen Kommentar. Seid ihr Adidas Nemesis oder Nike Vapor Fan? Kommentar da lassen. Könnt auch gerne mal einen Kommentar schreiben, zu welchem Schuh bzw. zu welchen Schuhen soll das nächste Boot Battle kommen. Bis dahin nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren. Macht's gut, haut rein und ciao.